nach dem Seitenwechsel. Was für ein Tor! Zunächst von Christian Brandt, gut aufgelegt in den Lauf von Marco Bode. Aber der nicht blindlings nach vorne schaut und hat noch so viel Gefühl im Fuß, dass er genau den Kopf von Bruno Labbadia trifft. Der hatte sich schön gelöst, genauso wie Andreas Herzog. Bruno Labbadia war doch ganz frei. Der Sheriff, so wurde er tituliert von den Bayern-Spielern. Er zeigte, dass es stimmt, aber im positiven Sinne. Das 3:0, ein Tor der schnellen Reaktion. Zunächst von Schulz, dann von Labbadia, wie einst Gerd Müller, macht er das 3:0 und damit den klaren Sieg des SV Werder Bremen perfekt. Verdient war allemal. Ein schönes Erlebnis für die beiden ehemaligen Bayern-Spieler. In Folge unverändert und mit furiosem Angriffsfußball zu Beginn. Pelé und Winkler ist da. Die frühe Führung für die Löwen nach 10 Minuten genau. Der Mut zur Offensive vom Anpfiff an, er wurde früh belohnt. Aber die Pelé, Wohlfahrt noch dazwischen und dann Winkler natürlich ohne Probleme. Der VfB lag zurück und war seltsam zurückhaltend bis dahin. Die erste gute Chance nach 23 Minuten und prompt war der Ball im Tor. Giovanni Elber, der Torschütze, das vierte Saisontor für den Brasilianer. Noch einmal die Maßflanke von Freddy Bobic. Dann keine Chance für Torwart Berg nach diesem Kopfball von Elber. 1860 geschockt, Stuttgart setzte nach. Und wie? Vom Abschlag weg, 3-4 Stationen. Poschner auf Hagner. Und ganz klug das 2:1. Die Führung für die Gäste durch den ehemaligen Frankfurter. Der Doppelschlag des VfB, 2 Tore in 2 Minuten. Es waren wirklich nur Wechsel der VfB, tonangebend, mit prima Konterspiel. Poschner ist das und wieder Giovanni Elber. Das 3:1 der Brasilianer, überragend an diesem Tag. Immer einen Schritt schneller als Gegenspieler Miller. Wie auch in dieser Szene, gerade noch mit der Fußspitze vor dem Gegner. Dann Ecke für Stuttgart, Poschner tritt sie, Soldo. Das 4:1. Ein Debakel für die 60er deutete sich an. Verursacht durch die schlechte Deckungsarbeit der Münchner. Hier lässt Jeremy Soldo völlig unbehelligt einköpfen. Alles lief für den VfB und gegen die Münchner. Sehenswert das Angriffsspiel der Stuttgarter. Über 3-4 Stationen ging's. Bobic und es stand 5:1. Klasse Pass von Poschner. Berg dann allerdings viel zu weit vor seinem Kasten. Ein schwarzer Tag für die Münchner Löwen, die allerdings danach noch einmal Moral bewiesen. Der junge Böhme ist das. Und Abedi Pelé zumindest noch eine Ergebnisverbesserung. 2:5 hieß es am Ende. Der VfB wurde seinem Ruf als spielstärkstes Team der Liga gerecht. Für den nächsten Paukenschlag sorgte der FC Schalke 04 mit diesem Tor nach nicht einmal 2 Minuten durch Johan de Kock. Der Niederländer springt hier höher, gewinnt die Lufthoheit gegen den Kapitän Jens Nowotny. Ein herrliches Tor, unhaltbar für Schlussmann Heine. Schalke in Europapokalstimmung. Nemetz, dann aber Missverständnis mit Latal und Kontermöglichkeit für schnelle Leverkusener. Nowotny auf und davon, nicht im Abseits, ganz cool auf Meier und nach 13 Minuten das 1:1. Verdientermaßen muss man sagen, wenn man hier sieht, keine Abseitsstellung, auch wenn Olaf Thon das gerne fabrizieren wollte, aber Linke steht viel zu weit rechts auf diesem Bild. Der Rest nur noch Formsache. Nowotny mit dem Blick für den besser postierten Meier und damit 2 Tore von niederländischen Spielern in der ersten Halbzeit. Kovac war das, der für den verletzten Selias dabei war, und Sergio hatte das 5. Saisontor markiert zum 2:1 nach 25 Minuten für die Gäste aus Leverkusen.
Damit haben sie die Zuckerstückchen dieser Partie bereits gesehen. Schalke mühte sich in der Folgezeit krampfhaft. Aber viel mehr als diese Chance, die wir jetzt sehen, nach einer artistischen Einlage von Martin Max, sprang nicht mehr heraus. Es blieb beim 2:1 für aufstrebende Leverkusener, Sorgenfalten bei Jörg Berger. Überfangen für die Mannschaft von Uli Maslow. Dortmund überlegen, aber mit dem Tor erst 10 Minuten vor der Pause. Möllers Freistoß. Die Führung für den BVB bezeichnend, dass sie nach einer Standardsituation fiel. Bis dahin hatte der deutsche Meister kaum ein Mittel gefunden gegen die dicht gestaffelte Abwehr des FC St. Pauli. Dann praktisch mit dem Pausenpfiff diese Szene. Michael Zorc gegen Sobotzik, Dortmunds Kapitän, hatte schon gelb gesehen. Klar, was passieren musste. Gelb-rot gegen Michael Zorc. Also, zumindest insofern ging es unentschieden in den zweiten Durchgang. Uli Maslow, noch die Ruhe selber im Angriff. Kohler ist das. Der BVB versucht es immer wieder durch die Mitte. Dann der Ball endlich einmal auf den Außen gespielt. Reuter und Kohler ist da. Jürgen Kohler mit seinem ersten Saisontreffer zum 2:0 für den BVB. Die Abwehr des FC St. Pauli überhaupt nicht im Bilde. Sehen wir hier noch einmal leichtes Spiel für den Abwehrspezialisten der Borussia. 0:2 Aussicht des FC St. Pauli also, der sich aber nie aufgab. Freistoß Bröpper und Truelsen im zweiten Versuch. Nur noch 1:2 und St. Pauli schöpfte noch einmal Hoffnung. Bröppers langer Ball und an Truelsen zunächst gescheitert. Glücklich, dass er noch einmal die Chance bekommt. 1:2. 10 Minuten dann noch zu spielen. Bröppers Flanke. Savicev und Emerson gegen Klos. Hartes Einsteigen und Kohler beschwert sich dabei. Emerson, der Brasilianer, reagiert falsch. Platzverweis gegen den 16-Meter-Raum und schauten den Ball hinterher. 28. Spielminute. Sean Dundee mit der Führung für den KSC. Absolut verdient, weil Siloy halbherzig zur Sache ging und Hopday völlig überrascht war. Und es spielte nur eine Mannschaft, der Karlsruher Sportclub. Immer wieder angetrieben durch Thomas Hessler und Marc Keller. 2 Minuten vor dem Seitenwechsel. Sein drittes Saisontor zur beruhigenden 2:0-Führung für den KSC. Zur Pause alle ziemlich nass, aber wie begossene Pudel nur die Gäste aus Bielefeld. Der KSC wirbelte weiter und erzielte weitere Tore. Das 3:0, ein Sieg der einfachen Gradlinigkeit. Sean Dundee hatte wieder mal getroffen. Karlsruhe baute immer wieder vorbildlich über die Außen die Angriffe auf. Thomas Hessler, immer noch Hessler. Dann der Blick für den gut postierten Markus Schroth und das 4:0. Thomas Hessler mit der Beherrschung des Balles, des Körpers und des gegnerischen Strafraums. Und wieder war es Thomas Hessler, der nicht nur sein Selbstvertrauen steigerte, sondern auch erneut über die Außenposition für das nächste Tor sorgte. Gut vorbereitet für Sean Dundee, der seinen 8. Saisontreffer markierte. Bielefeld vor einer Blamage, aber nicht ohne Aufbäumen. Stefan Kunz. Und der Ehrentreffer für die Arminia, der erste in dieser Saison für den Nationalmannschaftsstürmer. Stefan Kunz zum 1:5 und Bielefeld hatte nun so richtig Gefallen gefunden am Offensivspiel. Der KSC ruhte sich aus, Gerber energisch. Und das 2:5. Das war dann auch der Endstand in einer ziemlich einseitigen Partie über 80 Minuten. 5:2 Sieg des Karlsruher Sportclubs, verdientermaßen muss man sagen, auch in dieser Höhe gegen abstiegsgefährdete Bielefelder. Fußball das offen halten kann, dann reicht eine Standardsituation und schon ist das 1:0 perfekt. Wohlert war es für den MSV Duisburg in der 79. Spielminute. Keine Schuld trifft hier den zweiten Torwart des HSV, Hiemann, der für den angeschlagenen Richard Gold zwischen den Pfosten stand. Der HSV jetzt endlich aufgewacht.
Salihamidzic, Gerke dazwischen, der Pfiff des Schiedsrichters auch. Klar das Handspiel außerhalb des Strafraumes und klar auch die Entscheidung von Schiedsrichter Zerr aus Ottersweier, Platzverweis gegen den Torhüter des MSV. Für ihn kam Ersatzmann Thorsten Albustin. Seine erste Aufgabe, noch gar nicht so richtig zwischen den Pfosten, dirigieren der Mauer. Harald Spörl steht bereit, der Torhüter auch und trotzdem ist er drin. Das dritte Saisontor des Harald Spörl, ein ganz wichtiges, doch noch der glückliche Ausgleich für den HSV. Was lernen? Baumanns Kopfball, Gospodarek und Fladojo. Staubt da ab die lange fällige Führung für den FC, der von Beginn an überlegen spielte, aber vor dem Tor einfach oft nicht clever genug agierte. Noch einmal, Gospodarek kann den Ball nicht festhalten und dann Fladojo, der am schnellsten reagierte. Wieder die Kölner. Lange Bälle in die Spitze, Fladojo. Der Wirbelwind sorgte immer wieder für Gefahr vor dem Tor der Bochum. Peter Neururer konnte nicht fassen, das hätte doch das 2:0 sein müssen für seine Mannschaft, die jetzt den Druck noch erhöhte. Schnelles, steiles Spiel, Geismeier. Setzt sich durch, gewinnt das Laufduell, wird dann festgehalten. Jack war das. Geismeier kam zu Fall, sofort entschieden von Schirikop. Elfmeter für den ersten FC Köln. Noch einmal die Szene, klar zieht, zerrt da Jack an Geismeier, aber die Aktion eigentlich vor dem Strafraum, geschickt gemacht von Geismeier, der sich erst im 16-Meter-Raum fallen lässt. Also, Strafstoß für die Gastgeber und ein Fall für Sunday Olisee. Das 2:0, obwohl Gospodarek die Ecke geahnt hatte. Das war's. 2:0 gewinnt der erste FC Köln, absolut verdient, gegen eine chancenlose Bochumer Mannschaft, die in 90 Minuten nicht eine einzige Torchance zustande brachte. Der erste FC Köln hält Rostocker Foulspiel, wie hier von Zalmann an Sutter. Gelb für Zalmann und Freistoß aus gefährlicher Distanz für die Freiburger. Deschewer, denkste, Sutter schießt und Perry Bräutigam, der Rückhalt sieht Buric und die Führung für den SC Freiburg. Nach 58 Minuten also das ersehnte 1:0 für die Breisgauer. Ganz überlegt gemacht, sowohl von Deschewer das Zuspiel, als auch dann der Abschluss von Buric. Und weiter die Gastgeber, schnell, selbstbewusst jetzt. Uwe Spies. Und sechste Saisontor, sozusagen der 13. Punkterfolg für die Düsseldorfer. Schütze des Foulelfmeters gegen Borussia Mönchengladbach war Karl Werner. Y entonces, cuando estaba avanzando.